Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty Black Ops 2 auf Nuketown 2025. Herrschaft mit der Hamre und dem edlen Gameplay-Spender Imperial Dark Elf. Und mein Gameplay ist heute ein sehr hartes Thema. Es geht um Ausländerverbot für Badegäste. Oder besser gesagt, Verbot von Badegästen, die Asylbewerber sind. Und zwar dieses sogenannte Badi-Verbot. Ich möchte euch jetzt mal alles erklären, um was es sich eigentlich dabei handelt. In der Schweiz ist das so, dass wenn man ein Asylbewerber ist, dass man keine Rechte hat wie ein richtiger Schweizer. Zum Beispiel ist es mir als Asylbewerber in der Schweiz nicht gestattet, in ein Schwimmbad zu gehen, wo öffentliche Menschen sind, zum Beispiel vor einer Kirche zu stehen oder vor einem Kindergarten oder vor irgendeinem anderen öffentlichen Bereich. Das ist mir alles untersagt. So, das ist in meinen Augen ganz klare Diskriminierung von Menschen. Und ich möchte gerne mal wissen, was haltet ihr eigentlich von so einem wirklichen Scheiß, dass man Asylbewerbern so etwas verbietet, dass man eben nicht mal ins Schwimmbad darf, weil man eben Asylbewerber ist, weil man ja die Schweizer Bevölkerung, das nicht antun will. Ne, Asylbewerber gleich kriminell. Das ist natürlich gleich die Schweizer Politik. Ich halte das aber für einen ganz, ganz, ganz falschen Weg, was die Schweiz dort einschlägt, weil das ganz klare Ausgrenzung von Menschen ist. Dort werden die Asylbewerber behandelt, als ob es wilde Tiere wären, die man irgendwo einsperren muss in irgendwelchen Kasernen. Die leben ja auch meistens in solchen Kasernen, die Asylbewerber. Und das ist natürlich da auch ein bisschen blöd, weißt du, wenn du jeden Tag in der Kaserne bist, da sind 35 Grad in der Kaserne, in der Baracke, da willst du doch auch mal ein Schwimmbad. Oder da willst du doch auch mal vielleicht in die Kirche, wenn du vielleicht Christ bist oder katholisch bist. Aber das darfst du alles nicht, wenn du in der Schweiz Asyl hast oder Asylbewerber bist. Ich finde, wenn man in einem Land Gast ist, dann sollte man doch auch bestimmte Ansprüche haben. Schwimmbad. Einfach, das sind ja diese öffentlichen Plätze, wo man zusammenkommt. Wie soll man eigentlich eine gute Gemeinschaft sein, wenn man zum Beispiel einfach so sagt, Asylbewerber, nein, ihr kommt nicht ins Schwimmbad. Das hat mir dann schon was von der NPD. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich nationalsozialistisch eingestellt. Einfach sehr schweizerisch gedacht so. Wie schon gesagt, ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass eben Asylbewerber eben nicht ins Schwimmbad dürfen, nicht in die Kirche oder irgendwas anderes. Ich finde es ein hartes Ding, wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Aber gehen wir jetzt mal weiter zum Imperial Dark Elf. Er hat jetzt schon 14 Abschlachtungen, 5 Tote und eine Eroberungen hier. Spielt jetzt mit der AN-94. Sauberes Ding. Ah, komm, hol das. Oh, ja, gut, 100 Punkte hat er noch drin. Okay, MSMC, Laser, dabei. Und jetzt macht er sich nach vorne. Macht sich auf den Weg zu McDonald's. Guckt sich um. Guckt, wo jemand ist. Hopp, da hockt er sich auf den Boden. B wieder erobert. B eingenommen. Wunderbar. So. Ah, den Tarnhelikopter haben wir jetzt. Super geiles Ding. Und die AGR. Oh, wenn du die jetzt einsetzt. Oh, dann kriege ich einen Steifen. Komm, setz die AGR ein, Mann. Muss schon ganz ehrlich sagen, mir gefällt die AN-94. Die hat's wirklich drauf. Gut, die Reichweite ist jetzt nicht so groß. Aber doch, das ist doch ein ganz, ganz angenehmes Ding hier. Oh, jetzt haut er die ganzen Leute weg. Guck mal, 50 Punkte Assi. Ah, hau die Leute weg. 100 Punkte. Guck mal, da flutscht's wie im Casino hier. Und 110 zu 60. So schnell ging das Spiel. Konnte gar nicht so schnell gucken. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen, Leute. Mir hat's gefallen. Ich sag nur ciao und weiß, was ich sage. PS3 Forever. Hau rein. Bis dann. Ciao.